Herzlich willkommen zurück bei Scary Girl. Ich bin hochmotiviert. Ich habe zwar wenig Leben, aber das macht gar nichts. So. Wie soll ich denn jetzt hier durchkommen? So eigentlich. Boah. Alter. Ich hab's so drauf. Skillfutter. At its best. Komm her, du komischer Pirat. Guck mal, was ich mit deinem Kollegen mache. Aua. Pass mal auf. Frechheit. So. Ein bisschen Lebensenergie. Viel habe ich nicht mehr, leider. Ich habe auch ein paar Diamanten übrig gelassen. Ich habe es gesehen. Aber das ist mir jetzt zu risky. Das ist doch eine Falle hier. Kann mir doch keiner erzählen, dass das normal ist, dass hier so Sachen auf dem Boden liegen. Alter Schwede, das gibt's doch nicht. Ach. Oh, da ist schon wieder so ein Vogel. Ah, oh, was? Was? Ihr seid so Hunde. Ah, ich bin ja sowieso schon tot gewesen hier. An diesem. Vor allem der hier verträgt irgendwie zwei, habe ich das Gefühl. Vielleicht, da ich ja das mit den Toten sowieso nicht geschafft habe, werde ich jetzt nochmal versuchen, tatsächlich alle Diamanten aufzusammeln. Nein! Ganz knapp. Aber im Endeffekt, so muss es richtig sein. Einmal schön auf den Kopf. Nochmal. Schick mir deine Bällchen. Oh, shit. Das hat die Kugel getroffen. Ich habe die Kugel mit der Kugel getroffen. Nochmal. So, jetzt aber. Wunderbar. So. Oh, das gibt's doch nicht. Wieso komme ich denn da nicht durch? Der hört immer vorher, also sie hört immer vorher auf zu fliegen. Damn it. Ha! Die treffe ich sogar von hier. Guck mal. Guck mal, den hätte ich sogar greifen können. Sowas muss man gar nicht so machen, wie ich immer gemacht habe. Ey, ich komme hier nicht durch. Ich glaube, ich muss doch irgendwie anders springen oder das anders machen. Ich muss wahrscheinlich schon rüberspringen, bevor ich anfange zu fliegen. Aua. Oh, Alter. Das gibt's doch jetzt nicht. Fängt ja super an, die Folge. Mann. Ich habe ja schon gesehen, dass ihr in den Kommentaren geschrieben habt. Mal gucken, wann er wieder anfängt zu, sich rumzuärgern. Passiert gerade. Ich hoffe, ihr freut euch. Aber eigentlich, sah das gar nicht so aus, das Spiel, am Anfang. So. So, und jetzt muss ich nämlich direkt hier rüber. So. So, genau. So, Nummer 1 habe ich. Uhu. Ah, das wirst du büßen. Hey, ich bin durch. So, jetzt kommt hier diese fiese Stelle. Wie soll ich denn da durchkommen eigentlich, ohne dass, Also einmal reinlaufen durch diese kleinen... Ist ja witzig, jetzt verstehe ich auch, was das sein soll, was da auf dem Weg liegt. Das sind nämlich von den Spitzen gegrabene... Ah, sie springt wieder Seil. Wie süß. Alter Schwede. Ah, Mann. Das ist unfair. So. Schwede, Alter.
Ich werde hier noch wahnsinnig. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Gar nicht anscheinend. Hier komme ich ja auch nicht hin. Shit. Jetzt habe ich die Diamanten verloren. Dammit, das ist ein fieses Level auf jeden Fall. Checkpoint erreicht. So, einmal die Falle aus. Oh, und hier müsste man eigentlich unten lang gehen, wegen den Diamanten. So, ich versuche mich mal drüber zu rollen. Naja, immerhin habe ich es geschafft. Alter Schwede, was für Baumstamm-Pfade sind das denn hier? Schade, dass man sich nur so auf vorgegebene Pfaden bewegen kann, weil es wäre so einfach, einfach so ein bisschen vom Pfad abzugehen und dann wäre es gar kein Problem mehr. Aber ich glaube, jetzt habe ich es raus. Aua. Also mal aufpassen, dass man nicht zu viel kaputt macht. Oh, die verschwinden wieder. Das ist ja witzig. Ah, wir haben ja noch einen Sundvogel. Oh, den treffe ich so nicht. Oh, das ist ja fies. Schnell Unkraut jäten. So, und jetzt kann ich mich um den Vogel kümmern. Zack. Ja, das geht doch. So, wenn ich jetzt wüsste, was jetzt hier mich erwartet gleich, dann könnte ich auch mal wieder... Aber nein. Wuhu! Alter Schwede. Ha. Da sind noch mehr Diamanten. Soll ich die holen? Ist mir, glaube ich, zu risky jetzt. Ich habe so wenig Energie. Ja. Alter, das ist so schwer hier. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Ich habe nur noch eine Lebensenergie. Hier ist... Ah, Gott sei Dank, ein Checkpoint. So. Ah, hier, guck mal, wer da ist, der Händler. Das Geschäft betreten, das betrete ich jetzt aber mal sowas von. Teuflischer Wirbel. Was hören wir denn hier? Morphschlag. Schwieriger Rankenknüppel schmettert auf die Gegner nieder. Was haben wir noch? Teuflischer Wirbel. Wirbelt Gegner so schnell, dass sie zu kleinen Tornados werden. Auch cool. Guck mal hier, was es hier noch gibt. Haken. Anker. Feder. Fisch. Scary Fisch ähnliche Kräfte und lässt sie schneller durchs Wasser schwimmen. Auch nicht schlecht. Das können wir vielleicht mal gebrauchen. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. So, was das hier sein soll, weiß ich nicht so ganz. Ochsenfrosch. Igel. Blister. Das sind wahrscheinlich für die Figuren dann im Schlafzimmer. Jetzt nehmen wir mal, ich glaube, einfach beides, weil wir nämlich so viel Geld haben. So, gepackt und dann Y. Das kann ich machen. Oder Morphschlag. Das ist dann X, Y, X, Y. Okay, dann werden wir das mal versuchen. Ja, da freut er sich, dass er wieder ein Geschäft gemacht hat. Okay, ich bin gespannt. Sehr gespannt. So. Erstmal in die Richtung. Nämlich, hier gibt's Goodies. Juhu! Oh, hier glaube ich komme ich nicht weiter. Ich gehe mal in die andere Richtung. Oh. Ach, wie ich sie liebe. Gleich sterbe ich. Wetten? Da oben gibt es auch noch, sehe ich gerade, was, wo man sich dranhängen könnte, rein theoretisch. Ach, dammit. Falsche Richtung. Yes. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich dann drüber fliegen kann über, über diesen Baumstamm. Müsste ich ja eigentlich. So, erstmal ein bisschen Schwung nehmen. Hey! Wo geht's denn jetzt hier weiter? Hilfe! War sowas von offensichtlich, dass das passieren wird. Habe ich denn jetzt meine Sachen jetzt noch eingekauft oder muss ich die jetzt nochmal kaufen?
Dann muss ich tatsächlich nochmal kaufen. Ja gut, das geht ja schnell. So, aber das heißt, eigentlich muss ich in die andere Richtung, wenn ich das richtig jetzt verstehe. Aber erst noch... So, und jetzt, wie komme ich denn jetzt da hoch? Verdammt ich nochmal. So springe ich doch gar nicht. I know, I think I know. Fast rätselhaft hier. Rätsel, Power. Ha, ha, ha. Guckt ihr mal in die Röhre. So, jetzt muss ich hier den Haken noch aufmachen. Ah, das war die falsche Richtung. So, und wie soll ich das jetzt machen? Ah, ich muss wahrscheinlich einfach nur einmal schlagen dagegen, ne? Hoffentlich. Nein! Nein! Och, dammit. Es ist nicht einfach. Ich sag's euch gleich. Puh. So. Ach, dammit! Alter Schwede. So. Huch! Da sind wir mal ganz an der falschen Ecke gehangen. So. So, jetzt sind wir wieder hier. Wie kriege ich jetzt diesen verdammten Hebel umgelegt? Vielleicht muss ich erst einmal doch in die Richtung. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Da oben gibt es sogar noch Goodies. Guckt euch das mal an. Kann ich vielleicht über die Tür drüber? Nee. Aha. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Da, 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 da. So. Wirst du wohl aufhören, mir Feuerbälle in den Arsch zu blasen? So. Ah. Puh. Knappomat. So. Wie kommt man da hin? So nicht. Oh, ich würde da so gerne hin. Da ist ein Herz und, noch mehr andere Goodies. Aber ich komme da nicht hin. Obwohl ich hoch genug bin, eigentlich hier. Aber ich fliege nicht weit genug. Leider, leider, leider. Oh, es ist so knapp. Man da vielleicht doch noch ein bisschen weiter dahin kann. Hier ganz auf den Rand des Trampolins gehe und dann... Nein! So knapp. So, ich lerne hier jetzt gerade so ein bisschen, dieses Schwingen. Finde ich gar nicht so einfach. Man muss dann nämlich ganz schön, timen immer. Dammit. Ich mache jetzt auch weiter dann. Ich versuche jetzt nicht mehr die, das Herz zu kriegen, obwohl ich es gerne hätte. Muss ich ja gestehen. So, Vorsicht, Falle! Wie soll ich sagen? Wie... Oh. Ah. Okay. Ich glaube, ich verstehe. So, komm her.
Dich mache ich so weg. Mit den Steinen. Ich bewerf dich mit Steinen. Einmal gesteinigt, den Vogel. Ah, das ist ein echt anstrengendes Level. Nix da. Bang, 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 bang. Und ihr entflieht mir auch nicht. So. Immerhin so ein paar, von diesen Diamanten haben wir ja doch noch aufgesammelt. Trotzdem. Und ich bin mal gespannt, dieser... Was ist das eigentlich gewesen? Ah, aua! Alter Schwede. Der... Was, wie hieß es noch? Der verrottene Wald, glaube ich, ne? So, pass auf. Wie war das jetzt? Y drücken. Cool. Das war die neue Fähigkeit. Damit kann ich bestimmt andere Gegner noch wieder kaputt machen. Und jetzt haben wir hier schon wieder lauter Fallen überall. Wuhu! Gott sei Dank gibt es hier Fischlis. Und schon wieder so ein Vogel. Es ist echt schwerer geworden, aber guckt euch mal an, wie dieser weiße Flamingo da im Hintergrund, wie geil der ist. Der Hammer. Ah, die kriege ich nicht. Aber die hier vielleicht. Boah. Schwierig, den da so zu treffen. Ha! So, den nutze ich nochmal aus und hole mir so ein bisschen Lebensenergie. Gib ihn mir! Nein! Ihr wollt mich doch verarschen! Ach, Gott sei Dank. So. Die Flamingos, dass die in so einer sehr... Wie geil die mit den Füßen paddeln. Super. Dass die in so einer unwirtlichen Gegend hier wohnen. Gott sei Dank, wir sind durch. Locked inside a rickety cage, Scary Girl discovers a particularly odd figure by the name of Toy Cat. Upon freeing it, Toy Cat eagerly explains to Scary Girl that bandits have been capturing various wildlife in the area and taking them to Bad City. Nach Garstige Stadt, da werden wir bestimmt auch hin müssen. Wir sind durch das Level, wir haben immerhin alles Unkraut entfernt. Wir sind gestorben, wir haben nicht alle Diamanten aufgesammelt, das war mir schon klar. Aber so ist das eben. Tja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Scary Girl. Bis dahin, tschüss.